Hallo! Willkommen zurück. Diesmal jetzt mit mir, dem Firstmann, als Zocker. Ja, Firstmann. Ja. Oh, ein da Schnecke. Da müssen wir reingehen. Definitiv. Ein Schnecke, Junge. Ja, da gibt's Herzteile. Also Blütenteile. Weil wir sind ja hier nicht in Zelda. Deswegen gibt's keine Herzen, sondern Blütenteile. Ah ja, okay. Dann machen wir noch das hier. Flasche aufsammeln. Ja, ich würde aber echt da erstmal reingehen, weil bevor du hier irgendwie weiterkommst und dann kommst du hier nicht mehr zurück. Oh. Nach den Dingern müssen wir auch schon halten, die sind eigentlich total versteckt. Eigentlich. Ja, eigentlich. Oh, Achtung. Beantworte ich es. Oh, Alice, ribbel mir das Rätsel. Ribbeln? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Oh, ich bin das Letzte, oder? Das alles, nur weil der Tornado ist nicht so. Ja, ist auch die richtige Antwort. Ah ja. Perfekt. Ist geil, ne? Beides, bloß weil der Tornado ist nicht so. Das ist ja geil. Guck, wir haben ein Herzteil bekommen. Eins von vier Herzteilen. Nein, wir haben noch keinen Herzcontainer. Er ist ein Herzteil. Ach so. Ein Blütencontainer. So. Ich will nochmal. Die Frage war lustig. Gibt ja in jedem Kapitel nur eine Frage. Danach geht's einfach nur um Bäscherei. Okay. Und anscheinend ist es auch immer wieder dieselbe Frage. Okay. Weil, wie gesagt, die Frage hatte ich schon mal. Ja, dann. Rechts nach hinten. Guck mal, ist da nicht irgendwo eine Schnauze oder so? Ah, deiner. Wie gesagt, wenn du klein bist, siehst du Sachen, die deinem großen Ich verborgen bleiben. Ne? Siehst du? Schnauze. Also rechts rum und Schnauzenpfeffer. Ah. Also die höre ich jetzt aber immer noch nicht. Roter Cayenne-Pfeffer, Mann. Ja. Oh, da drüben gibt's Zähne. Tuf's. Und Pilz. Goldzart. Und noch ein Schlüssel. Also das Schlüsselloch war ja immer ultra versteckt, ne? Natürlich. Besten versteckt als alle anderen bisher. Oha. Ey, genau. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bam. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Ja. Alkoholiker und so. Ach was, kein Meter, Peter. Nett, Mensch. Oh, ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Noob. Was ist das? Noob, noob. Größte Rotpartie der Welt. Ah ja, 2,5 Meter muss. Ja, einfach mal irgendwelche Kombos ausdenken. Hm, wieso? Ja. X. Tsch. Wie, das hat jetzt nicht... Wo soll ich denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage, ne? Also ich würde da runter gehen. Ja, ich gehe auch mal da runter. Da kann man Sachen zerstören. Na, na! Nicht herunterfahren. Wo guckt die überhaupt hin schon wieder? Du kannst doch die Kamera steuern. Ja, aber das muss ich gleichzeitig machen, weißt du wie? Ich will ich man. Halt. Ja. Schauen wir ja kein Linkshänder sofort. Da, da, da friss mein Pferd. Ja, nein. Hä? Von wegen weniger verpackt die Folge. Das liegt jetzt an dir. Das würde ich jetzt auch behaupten. Hicks! Yay! Also ich finde, man sieht das auch ohne klein zu sein relativ gut. Ja, aber... Man
weiß halt nicht, wo es endet. Man sieht es nicht genau. Aber du siehst es auch nicht von Entfernung. Du siehst es halt bloß so richtigermäßig. Ja. Ja doch, ne? Da kommen von da oben kommen wir her, dann müssen wir wieder zurück. Und hier hinten scheint nichts zu sein. Dann halt nützt. Oh, das sieht ja nach einem Boss aus hier. Bosshaus? Bosshaus. Guck mal, Modellbau. Hix? Also da passt er wirklich, also das ist wirklich Verschwendung von der Flasche. Ja, schon. Da passt nämlich wirklich einiges rein. Für mehr als 3 Pets. Warum geht nicht kaputt? Okay, mach mal eine Bombe. Was ist da los? Okay, Buggy. Oder da ist ein Schwein. Ich hab irgendwo ein Schwein gehört. Oink, oink. So eine fette Sau. Ich hör keine Sau. Das war irgendwo da hinten. Geh nochmal dahinter. Wieder zu dem Steckenpferd-Dix da. Ja. Da kann ich auch das Ding nicht... Guck, hör. Jetzt hast du es aber gehört, oder? Alter, du bist taub auf beiden Ohren. Jetzt höre ich's. Das ist das Headset, verdammte Scheiße. Das siehst du nur halb auf. Das sind Schallschutzkopfhörer, die Dinger. So wie ich. Ich hab's auch nur halb auf. Dann rutscht's aber runter. Reicht doch, wenn du's hörst. Ja klar, immer doch. Jetzt müssen wir nur noch finden, wo das ist, ne? Bestimmt da ums Eck. Achtung. Kommen wir da irgendwie hoch? Wo kommen da rüber? Was aber genau nicht bringt. Willst du nochmal hoch? Komm ich da hoch? Bestimmt. Glaub's nicht. Oder vielleicht auch nicht. Du hättest geschafft, aber du hast zu lange gezögert. Mit dem nächsten Sprung. Okay. Okay. Also hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Sau und wir sehen sie nicht. Ja. Alltäglich halt. Unsichtbare Mauern. Kann wahrscheinlich auch nicht lang laufen. Ich glaube, du hättest aber von da vorne aus locker da hochgespringen können. Scheiß geht es da hoch. Also irgendwas leckt aber ultra gerade. Irgendwas will mich jetzt wieder verarschen. Egal, weiter im Text. Guck mal, da schwimmt was Knöchernes. Ja, also, das ging leider nicht mit diesem Räumchen da hinten, wieso auch immer. Oh, guck mal. Also gehen wir halt, ne? Ein Ries, durch den man durchkommt. Oh, böse Haie. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt's keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Also komm rauf. Super, toll. Gut, gell? Verflixte Biester, die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich angesehen. Niemals, ihr seht mein Schiffgröte mit dem Kuhkopf. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, was wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Herr Admiral. Oh nein, die Flasche ist kaputt. Ja, natürlich bin ich. Ich hab's schließlich mit Segelschiff. Ja, mein Abtauch. Erinnerungen liefern wichtige Informationen über die Vergangenheit. Juckst du? U-Boot. Ah ja, natürlich U-Boot. Okay. X und Dreieck. Alles klar. Ja, X für nach vorne schießen und Dreieck für nach unten schießen. Du hast schon nur 10 Leben, ne? Aufpassen. Ja, ja, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Am besten ohne ein Leben zu verlieren. Still alive. Dafür gibt's nämlich eine Trophäe.
Und deine Bomben kann ich auch selbst verletzen, ne? Ehrlich? Also deine Dreieckdinger. Deine Nische. Dusch, dusch. Ich mach euch fertig! Ihr knöchernen Haie, Dinger, Teile. Guck mal, da oben kommt ja fast keiner aktuell. Solange sie nicht von hinten kommen. Oh, jetzt ist zu spät. Da kam gerade einer von hinten, so ein dreckiger. Aber die künden sich ja immer ultra früh an. Ja, ich war aber gerade ganz hinten am Rand. Das wird noch abklären. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, setz mich nicht unter Druck. Ihr kriegt mich niemals lebend. Gut, okay, und die Trophäe kriegen wir auch nicht, aber es ist ja... Ich wurscht, ich wurscht. Ja, wir brauchen eh nicht 100%. So meldet. Hä? Okay. Ich glaub, das Spiel ist kaputt. Und das Spiel ist einfach... Oh mein Gott, hast du es gesehen? Krabbe hat gerade den Hai gekillt. Ja. Das ist, weil du anwählst, das Spiel mag ich nicht. Ach so. Ach so. Guck mal, die kann ja gar nichts mehr jetzt. Das ist ja cool. Yay. Nein! Ich hab doch eine Mine gelegt. Wasserbombe. Wasserbombe. Das schon mal 7500 Punkte. Yeah, geschafft. U-Boot-Fahrt. Typisch Zimmermann. Ach Gott, ey, das Schiff ist kaputt. Unter Wasser. Knochen weh. Mach dich nicht rum. Sie sind so schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es der egal, Chuchu-Zug. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Was für eine sinnfreie Diskussion. Eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Der Tod. Ja, und damit ist der Part auch vorbei. Schon wieder. Schrecklich. Ja. Also, tausend Leute.